Ein Kind, das war schon über 3, also bald so am Übergang zum Kindergarten, aber immer noch nicht trocken. Und das ist dann so eine Verweigerungsphase, die recht schwierig ist, wobei man Kinder ja auch eigentlich zu nichts zwingen kann oder nicht sollte, weil das meistens dann das Gegenteil bewirkt. Also der ist dann immer mehr auf mich zugekommen und hat im Endeffekt das dann doch, während ich in dieser Praxisphase war, geschafft, trocken zu werden. Ich finde die Entwicklung von kleinen Kindern ganz toll und einfach das zu begleiten und die zu fördern und ja, einfach dann zu sehen, was die für Fortschritte machen und sozusagen auch eine wichtige Person in dieser Entwicklung zu sein. Meine Praxisphase ist sehr kreativ, sehr motivierend, sehr teamorientiert und sehr erfüllend.